So, dann herzlich willkommen zurück. Wir wollten gerade nach oben laufen. Mal gucken, ob unser Spinny-Friedi uns hinterherläuft. Wir können auch wieder ein paar Erfahrungspunkte weggeben, wie es aussieht. Und jetzt möchte ich mal schauen, was ist denn das hier? Ach so, lerne jemand den Zaubertrank nach, das haben wir gemacht. Jetzt müsste ich den hier rausnehmen können. Jawohl. So, die Spinne, die geben wir diesmal nicht der Spinne. So doof bin ich nicht nochmal. Also so beknackt muss man ja erstmal sein. Ich werde es nie verarbeiten, dass ich so einen Blödsinn gemacht habe. Aber ja, wir gucken mal. Hier. Ne, warte mal, wo war das unser Gift und so? Das war doch hier, ne? Das haben wir wohl alles aufgebraucht. Kann ich mir gar nicht vorstellen irgendwie. Spinnengift. Packen wir mal wieder da rein. Und auch die Krallen. Packen wir wieder mal da rein. Kerze haben wir in der Hand. Teleportieren können wir uns noch ein paar Mal. Wolle. Wer weiß, wofür es noch gebraucht wird. Steine und so lassen wir mal dabei. Ein bisschen Holz wäre eigentlich auch nicht schlecht. Zumindest ein paar Sticks. Aber wir haben hier eh keine Werkbank. Jetzt gucken wir erstmal, wo unser Zauberer ist. Aber. Wo ist unsere Spinne? Ist die etwa verendet geworden? So, Dani, du hast ein bisschen Hunger. Komm mal her, was hast du denn für mich? Aha, die Dani hat Steine. Und nochmal einen Fangzahn. Und nochmal ein Spinnengift. So, die bringen wir gleich weg. Und auf dem Weg dahin nehmen wir mal. Ach, das ist so blöd hier. Man müsste mal. Was ist denn überhaupt das? Warte mal. Eine Eisenspitzhacke? Ach, das andere ist eine Steinspitzhacke. Wann haben wir das eigentlich gebaut, frage ich mich gerade. Wie sind wir denn da rangekommen? So, jetzt nehmen wir mal für unser Spinnchen, da wir wahrscheinlich sowieso so schnell den Elfrico nicht finden, ein paar Äpfel mit. Eins. Zwei. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die auch Honig nascht. Dann nehmen wir auch das mit. So, mal kurz hier, zack, damit ich es nicht vergesse. So, dann, wir versuchen es mal. Ja, ich weiß, da oben blinkt es rot, weil wir den Zauberer suchen müssen. Der da überhaupt gerade genau vor uns. Falsch, nicht erscheint. Genau der Falsche. Wir packen hier auch mal Honig mit rein. Vielleicht isst sie ja Honig, die Dani. Ein Diamant ist mit runtergefallen. Das ist schon mal sehr gut. Wo ist denn das Spinnchen jetzt hin? Kämpft die hier irgendwo? Eigentlich sollte sie in meiner Nähe bleiben. Was haben wir denn hier? Honig? Drei Äpfel. Aber hatte ich nicht mehr? Wird der Honig nicht gesteckt? Sollte doch, oder? Doch, was kann man damit machen? Das ist ja Wachs. Das ist Wachs. Aha. Gut, dann lassen wir das einfach mal. Ignorieren wir das einfach mal. Wachs brauche ich im Moment noch nicht. Wüsste ich zumindest nicht. Ich dachte, das ist was zu essen. Bienenhonig zum Beispiel. Wie ist es überhaupt mit dem Ton? Hört man gerade was? Ich hatte vorhin nur, glaube ich, das Kikeriki gehört. Ich versuche mal, guck mal hier eben kurz, warte. Aha. Das machen wir anders, warte, pass auf. Pass auf. Eins, zwei. Und dann nochmal. Wo ist es jetzt hin? Wenn man so viele Spiele hat, findet man es immer nicht. Block Story. Wo war es denn jetzt hin? Bin ich doof? Ja, bin ich, ja, bin ich, ja, bin ich. Da. Und jetzt sollte die Lautstärke wieder angepasst sein. Jawohl. Volllautstärke. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich höre es immer noch nicht. Vielleicht kommt ja auch einfach gerade nichts. Schauen wir mal. Doch, jetzt habe ich was gehört. Ah, jetzt höre ich einen Regen. Ja, das macht ja im Hintergrund mein Lama. Aber das macht es wohl nicht immer zu 100% perfekt. Das ist aber nicht das Problem. Wir speichern gerade mal so. Wir haben ein paar Äpfel. Jetzt müssen wir nur die kleine Dani finden. Wo ist sie denn hin hier eigentlich?
Die läuft mir nicht hinterher, habe ich das Gefühl. Oder ist sie. Nee, die lebt aber noch. Sie lebt. Irgendwo lebt sie. Kommt die immer nur dann, wenn wir angegriffen werden, irgendwie dazu und hilft? Oder wie ist das? Der Drachen hat ja, glaube ich, von sich aus schon nach Gegnern gesucht. Ach, guck mal, hallo. Ja, der Fortschritt ist übrigens. Wir haben den Trank. Hä, was ist denn jetzt das Problem? Sage dem Alchemisten, dass du einen heilenden Trank hast. Dem Alchemisten. Ach, das war der. Ach du, da, hallo Danny. Guck mal, du hast Hunger, ne? Die hat einen Max eingesammelt. Ich glaube, das braucht die aber nicht. Aber wir packen mal trotzdem noch drei rein. So. Na, lass es dir schmecken. Yam, 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 yam. Jetzt weiß ich natürlich nicht, das ist das gleiche mit dem Drachen vorhin auch, also vorher auch. Ich habe das Gefühl, die futtert nicht. Ob ich sie vielleicht nochmal einfach despawnen lassen muss, einfach nochmal mit wegnehmen und dann wieder her, wieder neu herrufen. Das könnte eventuell Abhilfe schaffen, ich weiß es aber nicht. Oder die will Fleisch. Oder müssen wir das vielleicht tauschen? Ich glaube, die will Fleisch. Ich glaube, das Symbol da oben heißt einfach nur, dass sie Fleisch will. Fleisch, 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 Fleisch. So. Dann suchen wir auf einmal Fleisch. Den Schattenjäger werden wir schon irgendwo unterwegs treffen, ne? Immer hier diese Löcher, dass man wo mal reinfallen könnte. Das mal wieder zu Hause. Und wir haben hier zu Hause, glaube ich, kein Fleisch. Oder haben wir hier irgendwas in der Kiste? Könnte ja nun auch sein. Aber mit könnte hat auch noch keiner am Lotto gewonnen. Teleportieren wollen wir uns nicht. Wir wollen die Blätter noch weg, die Säblinge, keine Ahnung, was wir damit machen. Können wir kompostieren vielleicht. Dann versuchen wir mal hier irgendwie an Fleisch zu kommen. Hallo Schattenjäger. Schau mal, was ich da für dich habe. Mana-Trank. Da brauchen wir wieder 20 Kohlwasser und eine weiße Rose. Haben wir doch alles da. Aber ich glaube, die Kohlen reichen nicht, oder? 20 Kohlen. Warte mal, gucken mal. Also wir haben. Pass auf. Wasser haben wir. So. Weiße Rosen haben wir. Und Kohlen werden wir wahrscheinlich. Och, haben wir noch ein paar. Wasser, drei Stück. Weiße Rose. Eine nur. Ein Mana-Trank machen wir erstmal. Wie lange dauert das jetzt? Auch wieder 20 Minuten? Jawohl. Ist aber nicht so schlimm. In der Zeit suchen wir mal was zu essen. Für Spinnchen. Guck mal hier, Spinnchen. Komm, pass mal auf. Guck mal hier. Wo bist du denn? Dani? Da kommt sie. Gucken mal. Die will Fleisch. Wie sie ausschaut. Was wird denn hier gekämpft? Was ist denn das? Ein Gorgul? Ein Werwolf. Komm mal her, Werwolfchen. Ich hab eine ganz schön starke Spinne übrigens, Freundchen. Die wird dir hinterherlaufen. Was ist jetzt? Danny, mach mal platt, das Vieh. Unfassbar. Dafür hast du ja ein Steak verdient. Komm hier, wir gehen mal gucken, was wir hier, wo wir ein Steak herkriegen können. Überhaupt sehe ich gerade. So nicht. Wir haben eine Kiste gewonnen. Wieder mal wahrscheinlich. Naja. Aber die Schwerter haben wir verloren.
Wir bauen uns noch mal ein besseres Schwert. Und ich will mal sehen. Na, wir haben nicht genug Kohle, um hier was einzuschmelzen. Deswegen werden wir jetzt einfach mal Goldschwert bauen. Da bauen wir uns zwei Stück. Einbarren lassen wir hier. Da brauchen wir noch mal ein paar Sticks. Da brauchen wir also noch mal ein bisschen Holz. Das müsste hier drin sein. Haben wir. Oder da drin. Ach, das ist doch assi. Was ist denn das für ein Mist hier? Eine Axt haben wir ja auch nicht. Wir machen eine Axt, wir brauchen Stein. Das ist hier, so auf hier ist noch Holz. Ach so, hier liegen noch Utensilien drin. Da liegt auch noch Fleisch drin. Siehst du, da ist das ganze Zeug noch. Ach, das ist doch so zum Kotzen. Es ist ja gut, dass das nicht komplett verloren geht. Das ganze Gelumpe. Falsche Kiste. Die Kiste ist die richtige. Da haben wir noch mal ein paar Krallen. So, jetzt haben wir hier noch die weißen Rosen. Die können wir jetzt da reinpacken hier. Zack. Die sind also für Mana-Tränke da. Das ist schon mal gut zu wissen. Und was haben wir jetzt noch in der Kiste hier hinten in der Werkbank liegen? Fleisch für unsere Dani. So, Dani. Du wirst ja nicht jemanden angreifen. Nee, 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 nee. So, guck mal, pass mal auf. Ah, die hat sich mit einem Vogel angelegt, wie es aussieht. Den Wachs schaffen wir mal weg. Guck mal. Du hast auf jeden Fall Flutter. Fleisch hast du und du hast Äpfel. Warum du jetzt Hunger hast, weiß ich nicht so ganz genau. Den Wachs packen wir mal hier rein. Ich glaube, den werden wir für irgendwelche Tränke später brauchen. Jetzt will ich schnell ein paar Sticks machen. Dafür brauchen wir das. Drei Bretter. Dann haben wir hier noch irgendwo das vierte Brett. Komm mal her. Da. Das liegt oben drauf. Ach komm. So. Stick. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Kann ich mir, das gibt's doch gar nicht. Naja, das habe ich eins weggeworfen. Es müssen also die gleichen sein. Komm her jetzt da, komm. Okay. Macht nichts. Was wir machen, ist jetzt auf jeden Fall eine Axt, damit wir ein bisschen sinnvoll Holz hacken können. War das hier so? Jawohl, eine Axt. Ach, natürlich ist alles voll. Wo ist jetzt hin? Komm mal her, Axt. So. Das Holz kann man da liegen lassen. Ach, das ist so blöd hier. So doof. Machen wir das Holz mit hier rein. Das andere Holz auch, komm her. So. Jetzt wollte ich als nächstes ein Schwert bauen, ein vernünftiges. Und da brauchen wir die Sticks. Eins, eins, zwei. Noch ein Stick, eins. So. Zwei Schwerter. Jetzt gucken wir mal, was wir mit der Kiste hier anfangen können. Die lassen sich alle einsammeln, da ist nichts drin. Das ist natürlich auch, das ist super. Das ist so super. So, den Heiltrank, den werden wir jetzt erstmal mit hier reinpacken. Ich brauche ihn nicht, aber ich weiß nicht, ob die Spinne ihn nicht vielleicht brauchen kann. Teleporter müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Was ist mit dem Hammer? Es muss ehrlich sagen, den Hammer, dass ich. Was der uns bringt. Ich packe ihn da jetzt mit hier rein. Der ist nur sinnlos im. Im Gepäck liegt da nur sinnlos rum. Im Moment jedenfalls noch. Um die Sachen einzuschmelzen, brauchen wir wahrscheinlich noch Kohle. Haben wir nicht. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Platz im Inventar. So, jetzt haben wir einen Beil. So, jetzt haben wir hier auch ein Schwert. Das werden wir brauchen können.
Teleporter brauchen wir nicht. So. Schauen wir doch mal. Gucken wir mal, ob die Spinne sich derzeit ein bisschen durchkämpft hier. Bei den Bäumen weiß ich natürlich nicht, ob die Verleiher zerfallen irgendwann, wenn man hier den Stamm rausgenommen hat, aber das habe ich ja bisher noch nicht gemacht. Achso, wir können ja wieder 3 Punkte vergeben, hatte ich ja schon mal erwähnt, ne? Aber im Moment, wie gesagt, wir sind ja eh, ich habe das Gefühl, wir sind eh noch so total, wir sind hier, wir müssten eigentlich ganz andere Aufgaben schon gemacht haben. Ich bin wohl zu langsam unterwegs hier mit dem Ganzen. Ich habe viel Zeit verloren beim Suchen nach den Sachen für die Spinne, die aber, wie es aussieht, deutlich stärker ist als der Drachen war. Das schon im Low-Level-Bereich. Du. Nehmen auch noch ein bisschen Holz raus. Das kann nämlich nicht schaden, immer was dabei zu haben. Sticks ohne Ende. Sticks und Steine. Dann haben wir eben erstmal Steinwerkzeug. Was soll es? Es funktioniert wenigstens. So. Den Bogen können wir noch nicht bauen. Okay. Kämpfst du eigentlich? Du hast immer noch rum. Pass mal, wir machen mal Folgendes. Wir nehmen dich jetzt mal weg. Mal gucken, ob die sich jetzt heilt. Und jetzt setzen wir die mal neu hier hin. Nö, du hast immer noch Hunger. Ich verstehe das nicht. Du hast doch Sachen. Kohle hat sie auch eingesammelt. Wo oben die. Nee, ist das Eisen? Eisen ist es. Ich verstehe es nicht. Aber die hat einen Vogel gefangen, wie es aussieht. Huhuhuhu. Coole Arbeit. Ein Eisenerz. Rein da. So, Kohle bräuchten wir noch ein bisschen was auf jeden Fall. Da müssen wir Kohle müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen nachgraben. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir die Aufgabe ist jetzt nun diesen Mana-Trank herzustellen. Der wird ja noch gemacht gerade. Das dauert noch 11 Minuten. So. Tja, jetzt ist das hier abgeschlossen. Ich hatte kurz gerade einen Schnitt reingemacht. So, wir haben das fertig. Wir haben einen Mana-Trank. Und hier haben wir schon einen Schattenjäger stehen. So, was haben wir noch? Jetzt hast du die 2 Trunks, die der Drache benötigt. Komm mal wieder. Vielleicht kann ich deine Alchemie-Training ausweiten und ich habe vielleicht noch andere Aufgaben für dich. So, jetzt sammeln den Trank der Gesundheit. Aha, die beiden Tränke, die. Ach so, die beiden Tränke braucht er jetzt. Okay. Zum Glück haben wir sie nicht genommen. Jetzt müssen wir das zum Zauberer bringt, der rennt hier rum. Da ist er. Haifischflossensuppe. Du hast den Zaubertrank gut. Geben ihm das, glaube oder nicht, der letzten Gegenstand, den wir benötigen, wird noch schwerer zu beschaffen sein. Haie gibt es reichlich im nahen Wasser, aber sie sind auch gefährlich. Normalerweise würde ich dich nicht darum bitten, solch ein Risiko auf dich zu nehmen. Aber das muss getan werden, wenn wir den Drachen retten wollen. Haifischflossensuppe hat stärkende Eigenschaften. Wir brauchen etwas für das Gegengift. Na gut. Jetzt packen wir mal das ganze Holz weg. Jetzt verstehe ich eins nicht. Unsere Spinne hat immer noch Hunger. Gerade eben stand da hier, ich bin sehr hungrig. Woran liegt es denn, bitte? Hä? Sie hat Äpfel, sie hat Fleisch. Warum isst sie nichts? Pass mal auf, wenn, vielleicht. Dann lass mich doch mal. Ich nehme mal einen Apfel raus. Jetzt habe ich den gegessen. Was habe ich denn davon, Äpfel zu essen? Ich weiß es nicht. Ich habe mich davon wahrscheinlich geheilt, aber unser Püppi hier nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Die isst einfach nichts. So, Mana des Spielers plus ist uninteressant. Gesundheit plus 100 haben wir schon.
plus 110 plus 120, das sind wir erstmal ganz gut bis zur Luft plus. Fürs Tauchen, ich glaube, wir müssen nachher auch tauchen. So, Schwertschaden plus, machen wir auch nochmal. Okay. So, jetzt sind wir relativ stark, haben wir gute Chancen. Gib mir etwas zu essen. Ja, du hast aber doch. Jetzt haben wir schon. Ach, gucke mal an. Jetzt hat es gegessen. Es wäre schön, etwas zu essen. Ach, muss ich die? Aha, ich verstehe. Äpfel will die nicht. Die steht nur auf Fleisch. Ein bisschen mäkelig, nicht? Süße. Okay, wir müssen sowieso erstmal, wir müssen Haie jagen. Da wird es hoffentlich auch Fleisch geben. Wir werden aber mal für die Püppi ein bisschen Fleisch ranschaffen. Also heißt das Kaninchen. Pass mal auf. Jetzt müsste man die dazu bringen, dass sie selbst Kaninchen jagt und sich das Fleisch sammelt. Hey! Kaninchen braten. So. Jetzt haben wir hier ein Fleisch. Wo bist du denn hin? Spidey! Wo ist unsere Spinne hin? Hier ist die Hölle, ein Haufen Leute hier unterwegs. Da ist er, guck mal hier. So, pass mal auf. Guck mal nochmal. Ja, ja. Wir müssen es wegschmeißen, die muss es aufsammeln. Alles klar, die muss es selbst aufsammeln. Das heißt, wir müssen ein paar Tierchen jagen. Hier ist erstmal Wasser. Können wir gucken, ob wir hier drin eine Haifische finden. Sieht aber nicht danach aus. Questziele könnte man jetzt natürlich auch irgendwo markiert haben. So, die kann in unserer Spinne auch schwimmen? Ja, kann sie. Schaden haben wir gemacht. Okay, dann. Dann jagen wir alles, einfach alles, was irgendwie vier Beine hat, um an Fleisch zu kommen. Weil unser Danny Hunger hat. Fleischeslust. Und denn? Aber in den ganzen Kisten, in den Häusern finden wir das ja eher alles nicht. Also, noch ein Bett. Lassen wir hier mal stehen. Was soll es? Wozu auch immer was? Hier sind überall so Dörfchen. Ich weiß auch nicht, was der meinte mit dem nahen Fluss. Oder mit dem nahen See. Eine Spinne bringt kein Fleisch. Natürlich auch doof. Die Insekten bringen kein Fleisch. Schade. Wir fliegen mal ein Stück. Vielleicht ist das auch das Problem, wenn wir einfach mal so ein Stück sinnlos rumfliegen. Vielleicht hauen wir uns damit Aragogs Auge. Oh. Sinnlos raus. Ein Hühnchen. Hühnchenbraten. Ich hab kein Fleisch. Die Dani. Okay. Also die. Das ist ja die Sache mit dem Fleisch, ist natürlich gar nicht so einfach, stelle ich ja gerade fest. Das habe ich mir ein bisschen leichter vorgestellt. Ist das hier vielleicht ein großes Meer? Nö, aber wir gucken mal.
Nee, da ist auch kein Meer. Was haben wir denn? Das ist hier irgendwo ein Dorf hier mitten in der Stadt irgendwo. Ein Schwein. 45 Lebenspunkten. Jam, 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 jam. Jetzt hat die Dani auch keinen Hunger mehr. Aha. So einfach ist es also. Wir müssen tatsächlich Tiere töten, um an Fleisch zu kommen. Jetzt haben wir mal hier, ich weiß nicht. Guck mal, hier kommen immer wieder mal Schweine. Also machen wir hier mal. Wir machen hier mal ein Bett. Und kann es natürlich sein, dass wir hier schon irgendwo ein Bett haben. Möglich. So, das nennen wir jetzt. Es ist natürlich das Problem, dass wir gleich wieder die Tastatur da drüben, aber ist nicht so schlimm. Wir machen eh eine Aufnahmepause. Wir schreiben jetzt hier Schweinefarm. Könnte vielleicht ein bisschen daneben sein von der Bezeichnung her. Was soll der Geiz? Egal. Hier gibt es jedenfalls Schweine. Ich verstehe bloß nicht, warum ich so wenig Schaden mache. Dani? Da muss ich sie selbst mitnehmen. Sie hat keinen Hunger mehr, wie es aussieht. Da ist auch ein Schwein, guck mal. Dann nehmen wir mal ein bisschen Schweinefutter mit jetzt. Ja, also Spinnenfutter fürs Schwein, vom Schwein. So. Wildschwein. Jam, jam, jam. Das ist also ihr das ins Inventar legen, bringt nichts, aber wir müssen es fallen lassen. Dann hat sie auch, dann stürzt sie sich drauf. Unsere liebe Süße. Hier ist ein Kaktus, den werden wir wahrscheinlich auch nicht. Die Navigationsleiste hier rechts stört mich natürlich jetzt ein bisschen. Gucken, ob wir Aragogs Auge auf diese Weise wieder verlieren. Ein Schloss, eine Burg. Schön. Wasser. Wo Wasser ist, muss ja auch ein Haifisch sein. Wir gucken mal. Spinne jedenfalls kann auch schwimmen. Der Haifisch, das weiß ich gar nicht. Wie war denn das? Ich habe doch da mal was irgendwie gehört. Gibt es da nicht einen Zusammenhang zwischen dem Haifisch und dem Wolf? Mensch, mir ist doch so. Oh, hier sind Zäune. Guck mal, hier gibt es was zu essen. Stroh gibt es hier. Jetzt weiß ich zwar nicht, ob wir das essen können. Kommen wir hier rein. Da ist doch irgendwo ein Tor. Hier ist ein Zauntor. Lass uns mal gucken, ob wir das abernten können. Das ist einfach nur Dreck. Wir brauchen wahrscheinlich irgendwie eine spezielle Heugabel dafür. Aber dann donnern wir hier nochmal ein Bett hin. Das nennen wir einfach mal ein Heu. Heubett. Ich sammle es dir auf. Ja, du kommst aber jetzt da nicht rein. Pass auf hier. Pass auf, wir machen jetzt hier. Wir haben ein paar Betten, was soll's. Stroh. Farm. Was soll's? So. Da wir Betten eingesammelt haben, geht das ja. So, und jetzt machen wir erstmal eine Aufnahmepause. Das reicht im Großen und Ganzen für heute, mit einem kurzen Break dazwischen drin war. Und das ist dann die Folge 12, ist das, glaube ich, hier heute. Von diesem Spiel. So, wir gucken. Wir wissen jetzt, wie wir über Spinne verfahren müssen. Schau mal, guck mal, was ich für dich habe, Dani.
Jetzt frage ich mich natürlich, hat die jetzt alles aufgefressen? Nein, nur eins davon. Gut. Die Äpfel will sie nicht. Die Äpfel sind also für mich. Na dann. Ich würde mich freuen, wenn du zur nächsten Folge wieder einschaltest. Kennst du ja den Spruch. Ist da hinten ein großer See vielleicht? Nö, aber da habe ich doch Wasser. Kürbis gibt es hier auch. Gut, ja, das Bett an der richtigen Stelle. Da oben habe ich noch was gesehen. Fliegen wir nochmal schnell dahin. So. Hier ist jedenfalls Wasser. Aber ob das einen Haifisch beinhaltet, das weiß ich noch nicht. Finden wir einfach in der nächsten Folge raus. Bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute. Tschüss.